Und damit hallo und servus liebe Leute zu einem einzigen Video hier zu DC Universe Online. Das ganze Ding ist ein Online, das heißt MMORPG. Und das ist aber dennoch solo sehr schnell machbar. Je nachdem, was man machen will. Dazu kommen wir dann gleich, weil die Trophäen hier so an sich, hier 100% sind nicht viele, aber je nachdem, oder je nachdem, was heißt je nachdem, jede Menge Gold-Trophies und ein paar Silber. Grund ist ganz einfach, ihr müsst insgesamt 6-mal durchspielen, weil ihr benötigt hier für alle verschiedenen Mentoren einen Durchgang oder einen Charakter, um das hinzubekommen. Ebenso dann auch wie einmal hier Kontrolle spielen, dann hier die ganzen Bewegungsmodis hier, Flink und so weiter drum und dran. Das müsst ihr alles hier durchspielen, damit das Ding funktioniert. Ebenso natürlich auch, das Spiel ist zwar free to play, aber ihr benötigt ein Abonnement bei diesem Spiel. Soll anscheinend auch so sein, dass wenn ihr hier theoretisch, wie jetzt das hier zum Beispiel, die ganzen Anforderungen schaffen solltet und dann aus dem Abonnement abschließt, euch dann nochmal dementsprechend einloggt, sollten die Trophies kommen. Sicherheitshalber würde ich euch das aber nicht raten, weil wenn das nicht geht, habt ihr die ganze Spielzeit für den Arsch. Ne? Deswegen hier, wenn ihr das Spiel machen wollt, macht das Abonnement von vornherein. 30 Tage reichen dicke aus, um die 6 Charaktere hier auf Stufe 30 hochzubomben, wenn man halt am Tag ein paar Mal oder 1, 2, 3 Stündchen spielt. Dann reicht 30 Tage Abonnement, also sprich 13 Euro dicke aus. So, genau, das wie gesagt ist Voraussetzung. Ihr benötigt trotz Free-to-Play des Abonnements, sonst kommen keine Trophäen. Und genau, so, das sind meine Charaktere, wie ich es jetzt hier durchgespielt habe. Alle 6 Stück hier, Gulaschbrot, Legendär, Sauerkraut, Sorbet, Leberkäse, Käseauflauf, Gurkenschnitzel und Fischaugenpudding. Na, die haben alle durch. Größtenteils ist Holger dran schuld mit der Namensgebung, also verzeiht es mal gerade so ein bisschen. Aber hier seht ihr ja schon hier. Hier ist Super Tempo, also Speedster, die Trophy dann da dafür mit drin. Ebenso als Held gespielt auf Ursprungtechnologie, das heißt Batman als Mentor. Und da hier Akrobatik, na, mit hier Schurke in dem Fall und so weiter und so fort. So, dazu kommen wir aber nochmal gleich hier, denn ich mache jetzt kurz mal Charakter ausstellen. Das Ding überspringe ich gerade mal. So, es gibt da mehr Möglichkeiten, weiblich, männlich, ist scheißegal, was sie da aussucht. Ich nehme jetzt einfach kurz mal weiblich. Die, oder der Körperbau hier ist auch scheißegal, ich nehme jetzt einfach kurz mal den da. Charaktertyp auswählen ist auch scheißegal. Kann man einfach nur irgendwas nehmen. Ich nehme jetzt hier einfach mal Batman hier. Na, jetzt, so. Genau, so. Also, jetzt bei der Übersicht. Da ist es ganz wichtig hier, was ihr einstellen müsstet. Und zwar weiter runter scrollen hier auf Gesinnung, Held oder Schurke. Na, je nachdem, was ihr Source haben wollt. Ihr müsst dreimal auf, oder drei Charaktere auf Held spielen. Drei Charaktere auf Schurke spielen. Na, das heißt, ist eigentlich Auswahl egal, was ihr auswählt. Halt 3-3. Na, so. Ich nehme jetzt einfach kurz mal einen Schurke, um euch das zu zeigen hier. Dann haben wir Persönlichkeit. Das ist Wurst, was ihr da einstellt. Ursprung, das ist wichtig. Weil hier drin haben wir zum einen Magie. Ihr seht schon auf der rechten Seite, da ist hier Circe, also sprich Wonder Woman's Erzfeindin. Das heißt, ist die Mentorin Circe. Na, so. Ist ganz klar, steht dran. So, hier ist die Mentorin, Der Mentor Lex Luthor. Zählt als Meta bei Schurke und Technologie ist in dem Fall der Joker. Na, so. Das heißt, ihr braucht einen Durchgang hier auf Schurke auf Magie, einen Durchgang als Schurke auf Meta und einen Durchgang als Schurke auf Technologie. Dann habt ihr die drei Trophies für Joker, für Lex Luthor und für Circe gleich automatisch mit drin. So, kurz mal zum Zeigen, lasst ihr kurz mal den Schurken drin mit Magie in dem Fall kurz mal. Dann die Kraft ist in dem Fall wichtig, wenn ihr einmalig hier das machen müsst. Es gibt ja eine Trophy, wo ihr Heiler spielen müsst, eine hier, wo ihr Kontrolleur spielen müsst und einmal, oder halt Kontrolle, und einmal, wo ihr dann Frontkämpfer, also sprich Tank, theoretisch spielen müsstet. Na, hier zum Beispiel Natur ist hier Heilerklasse, steht auch extra nochmal drunter, unter Schaden Heiler. Ne? Das zählt ab Level 10, würdet ihr dann die Trophy bekommen hier für Heiler. Falls ihr die nicht bekommen solltet, kurz auslocken, einlocken, dann bekommt ihr sie. Na, ist so ein klein, ganz kleiner Bug. Dass ihr hier bei Stufe 10 nicht unbedingt direkt die Trophy kriegt, sobald ihr Stufe 10 seid, mit Natur, zum Beispiel Kraft. Na. Und dann nochmal kurz auslocken, einlocken, dann habt ihr's. So, dann hier, Zauberei ist zum Beispiel auch noch Heiler. Geisteskraft hier ist Massenkontrolle, das wäre zum Beispiel das für eine andere Trophy mit der Kontrolle, Rolle. Kontrollrolle, genau, ab Stufe 10 auch wiederum. Dann haben wir hier noch Eis, zum Beispiel ist Frontkämpfer, das ist in dem Fall die Tankrolle. Na, da dann auch wiederum Stufe 10, bevorzugsweise aber dann eher Feuer, so habe ich es gespielt, weil Feuer macht mehr Damage. Na, da geht es ein Tickel schneller, aus Recht, wenn ihr nur solo unterwegs seid. Und die Dungeons nicht machen wollt, weil die Dungeons bringen kaum was. Zumindest halt nicht, was Hochlevel betrifft. Das seid ihr mit Quests weitaus schneller. So, sobald ihr das hier was habt, also einmal hier Frontkämpfer-Skillung, einmal Kontrollrolle-Skillung
und Natur. Also sprich, anders gesagt, ich zum Beispiel habe es jetzt hier in meinem Fall, hatte hier klar, glasklar Feuer für Frontkämpfer, beziehungsweise die auch hier die letzten drei Helden nur mit Feuer, weil geht schneller. So, Feuer hatte ich einmal, dann hatte ich hier Geräte drin für Kontrolle. Na, ist auch ganz nice, die Fähigkeiten hier. Das für Kontrolle, wie gesagt, Feuer für Frontkämpfer. Die hatte ich drin und Elektrizität hatte ich drin für Heiler. Na, weil das Ding macht auch gut Damage. So komisch es klingt, aber das macht Damage. Na, das waren in dem Fall meine Setups hier für Heiler, Elektrizität, für Kontrolle, die Geräte und für Frontkämpfer, denn Feuer. Na, jeweils natürlich klar pro Charakter. Na, also ein Durchgang hier mit Feuer zum Beispiel, ein Durchgang hier mit Geräte auf einem anderen Charakter, mit am besten einem anderen Mentor. Und Elektrizität, dann nochmal ein Durchgang mit wieder einem anderen Mentor. Na, und wieder einem anderen Char, logischerweise. So, dann habt ihr das alles soweit durch. Na, genau das gleiche dann mit Bewegung. Da müsst ihr einmal Fliegen auswählen. Man hat es ja vorher gesehen von den Trophäen her. Also ein Charakter zusätzlich noch Fliegen auswählen. Skimming braucht ihr gar nicht, könnt ihr ignorieren. Na? Das heißt, ihr müsst einmal Fliegen auswählen für einen Charakter, mit dem soweit durchspielen. Einmal Akrobatik auswählen mit einem Charakter. Und mit dem nächsten Charakter. Und dann nochmal Super Tempo nochmal auswählen hier für die Speedster Trophy. Na, das übrigens, by the way, Super Tempo direkt nach dem Spielstart. Wenn ihr aus dem Unterschlupf, sage ich jetzt mal, rauskommt, zeige ich euch dann auch noch gleich. Gibt es ein jedes Mal, egal ob ihr Schurke oder Held spielt, das ist Wurst, wo ihr dann rauskommt, gibt es immer so ein Speed Event, was man unter einer Minute schaffen muss für die Platin-Herausforderung. Das heißt in dem Fall, also die Platin-Zeit schlagen, unter einer Minute ist es in dem Fall, schafft ihr mit Speedster-Tempo easy. Na, ihr müsst einfach nur durch so ein paar Tore durchrennen und die erste Strecke ist am einfachsten und zack, habt ihr schon mal die Gold-Trophy oder die einzigste Gold-Trophy, die nicht mit den Charakteren in dem Sinne direkt zusammenhängt. Na, von dem her zeige ich euch aber gleich dann noch. Ja, da müsst ihr nur darauf achten, ein Charakter halt mit Supertempo, einer mit Akrobatik und einer mit Fliegen. Die anderen drei Charaktere könnt ihr euch dann aussuchen, das ist dann Wurst. Nur halt einmalig muss halt Fliegen, Akrobatik und Supertempo drin sein, damit ihr hier bei den sechs Durchgängen hier jeweils diese drei Trophies für die jeweiligen drei Bewegungsmodis, sag ich jetzt mal, dann drin habt. So, Leute, jetzt einfach mal kurz mal hier zum Zeigen hier Fliegen. Natürlich ganz klar hier auf Gesinnung Schurke, Gesinnung Held. Genau das gleiche dann auch nochmal mit den jeweiligen Mentoren. Ich schalte einfach kurz nochmal um hier. So, weil dann habt ihr ja auch wieder hier Magie mit Wonder Woman. Dann ein Charakter mit Meta, das ist Superman. Und ein Charakter erstellen mit Technologie, das wäre Batman. Na, so. Können wir zum Beispiel den auswählen. Kraftgeräte muss nicht unbedingt dann sein. Da könnt ihr zum Beispiel auch hier das Feuer einstellen. Na, spielt der Batman als Tank. So gesehen. Und dann ja, wenn ihr Fliegen zum Beispiel dann schon haben solltet, nehmt ihr bestimmt dann hier Akrobatik. So. Zack, habt ihr in dem Fall, wenn es euer Auster Run ist, in dem Fall gleich hier drei Trophies mit eingesagt. Eine Silber, zwei Gold-Trophies. Und genau. So schaut es aus. So, schlussendlich, sobald ihr einen Charakter so erstellt habt, oder in dem Fall alle erstellt habt, drückt ihr einfach Options, wählt ihr irgendeinen Namen aus. Ich nenne es einfach kurz als Test einfach mal so, mal gucken, ob das funktioniert. Nö, ist bereits vergeben. Echt jetzt? Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, ja, so. Das passt, genau. So, dann, je nachdem, wenn ihr instant die Platin haben wollt, geht auch. Also klar, ihr braucht erstmal das Abonnement, ne? Schritt 1, ne? Gehen wir in den PlayStation Store, wenn man auf das Spiel drauf geht, da kann man das Ding dann holen. Wenn ihr instant Platin haben wollt, das Ding portet euch direkt auf Stufe 30 hoch, hat aber einen Nachteil. Das Ding muss wie echt Geld gekauft werden. Man sieht es hier, 4.999 dieser Marketplace Cash. Na, so, das Ding ist umgerechnet 49,99 €. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Das sind dann 50 € pro Charakter mal 6, ne? Also 300 € plus 13 € Abonnement reinbomben, habt ihr das Spiel instant auf Platin. Wer es sich leisten kann, kann sich es gerne machen. So, alternativ, opala, bin ich ja wieder ganz raus, ja, nochmal. Das habe ich zum Beispiel ab dem zweiten Charakter gemacht, zu Level 25 springen, weil das Ding kostet 1000 Marketplace Cash, abzüglich hier diese 100 für Abonnement, das heißt 900 insgesamt, also 9 €, was in dem Fall pro Charakter fällig wäre, das heißt dann 45 €, ne, für 9x5 Charaktere oder halt dann dementsprechend dann mehr, also 60 Tacken kann man so ungefähr sagen hier, für alle, wenn ihr gleich alle durchboosten wollt, dann müsst ihr halt noch die letzten 5 Level selber spielen. Na? Aber dafür bekommt ihr dann automatisch diese Stufe 10 Trophy. Zum Beispiel jetzt gerade hier für den
für die Tankrolle oder für die Heilerrolle oder die Kontrollrolle, na, bekommt ihr dann automatisch nach dem Login. Wenn ihr es machen wollt, sind 10 Euro. Na, müsst ihr euch selber überlegen. Oder 9 Euro abzüglich ja, das Abonnement. Aber ja, so könnt ihr euch schnell halt boosten auf 25, beziehungsweise auch, wer es ganz dick an Kohle hat, auf Stufe 30 boosten. Na, ja, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Könnt natürlich auch ganz normal aufs Spiel beginnen, startet ihr mit Level 0, so gesehen. Na, oder halt Tutorial überspringen. Am Anfang wollte ich es noch mitmachen, deswegen habe ich den Austin Run auch normaler gespielt bis Stufe 30. Und die letzten 5 Charaktere habe ich das hier gemacht, auf Level 25 gesprungen und dann immer nur die letzten 5 Levels selber spielt. Genau, aber das wäre tendenziell möglich als Instant Platin mit 300 Euro. Oder einiges schneller, also unter 25 Stunden kommt man dann locker hin mit dieser Methode, mit Level 25 springen. Locker unter 25 Stunden, eher 20 Stunden höchstens. Ja, kommt ihr dahin mit roundabout 60 Euro, also ganz normaler Vollpreistitel, wenn man das so sehen will. Plus Abonnement 13 Euro, also mit Titel teurer. Genau, oder halt ihr spielt selber mit Tutorial, also ohne Tutorial oder mit Tutorial, na, bis Stufe 30 hoch, da braucht ihr halt sogar so 8 bis 10 Stunden bis Stufe 30, wenn ihr alles selber spielen wollt. Na, also immer noch locker machbar eigentlich, unter 80 Stunden auf Platin, ohne Echtgeld auszugeben. So, so jetzt dazu. Dann zeige ich euch gerade mal das hier, wenn ich jetzt einen Charakter hier von mir auswähle. Also muss ich hier was mal raus, ja, verlassen. So, ich nehme jetzt einfach hier mal, wer steht denn jetzt gerade irgendwo rum? Gut, sind alle gerade relativ blöd. Ja, ich nehme einfach jetzt hier mal mein Gulaschbrot nochmal. Na. So, und dann ja, zeige ich euch gerade mal noch hier das Ding hier mit den Speedsern. Die Ladezeiten übrigens sind hier, ja, relativ zügig. Na, liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Spiel von 2011 rauskam, was ja hier auf PS3-Basis basiert. Deswegen ist es grafisch auch nicht ganz so anspruchsvoll, sage ich jetzt mal. Aber geht trotzdem ja ganz gut hier von der Hand. So, jetzt weiß ich natürlich nur nicht, wo ich jetzt gerade bin, aber den Rachegeistern, okay. Machen wir gerade mal anders hier. Machen wir gerade mal anders. Ich brauche mich ganz fix mal noch. Hätte ich eigentlich gleich auf dem Vorfeld machen können, ich Depp. So, kurz nochmal dahin. Nach Gotham, weil da zum Beispiel startet ihr als Superheld. Oder Metropolis, je nachdem, wen ihr jetzt nehmt, aber es Wurst. Weil, wie gesagt, egal ob Schurke oder Held, ihr startet immer bei so einem hier schnellen Event. Also so ein Renn-Event. Na, das bevorzugt halt mit Super-Tempo-Geschwindigkeit. Na, damit ihr das dann ratzfatz da hier hinbekommt und es dann auch keine Probleme verursacht hier mit irgendwem anderen Schwan. So, hier haben wir ja zum Beispiel das Diamond District hier vom Revier. Da kommt er schlussendlich raus. Nein, hier kommt er sogar nicht raus. Sondern, ach shit. Das ist auch wieder falsch. Sorry. Oh, Mensch. Da kommt er später in Diamond District. Hier ist nicht das Startgebietchen. Oh, okay, hier bin ich sogar als Speedster, wie man sieht. Bisschen ja grafisch hier geändert, das Aussehen und so weiter drum und dran könnt ihr auch ändern, wenn ihr wollt. Ist aber nicht zwingend hier maßgeblich für irgendwie was. Nehmen wir einfach mal hier mal das Stadtmitte, das müsste das sein, ja. Nehmen wir mal Stadtmitte Metropolis. Die Schnellreise ist hier von vornherein ersichtlich oder ja, nutzbar, ne, von dem her. Ja, sollte es auch kein Problem geben. Hier geht man dann direkt wieder raus hier. Aus dem ganzen Gedönsel. Ja, rein in die normale Welt. Man sieht also, Ladezeiten sind vollkommen in Ordnung. Also, das passt. So, es hat natürlich hier jetzt direkt vor mir kein Event, weil ich das schon abgeschlossen habe. Ich Depp. Aber naja, anders gesagt, finde ich jetzt so ein anderes auf die Stelle, was ich da zeigen könnte. Nö, gerade so nicht wirklich. Das ist ja blöd. Nee, nicht wirklich. Bei mir ist im Moment gar kein Star, weil ich die meisten ja schon gemacht habe mit dem normalen Durchgang hier. Dann merkt euch einfach Folgendes. Wenn ihr direkt nach dem Tutorial zum Beispiel rauskommt, na, dann seht ihr direkt vor euch hier so ein lilanes, also ähnlich wie dieser Weihnachtsbaum, so ein lilanes auf dem Boden, wie das hier, so ein Kringel, na. Mit so zwei Fähnchen mit drin. Die zwei Fahnen ist Start- und Zielfahne, also ungefähr kann man das nennen. Und wenn ihr jetzt hier als Speedster unterwegs seid, einfach nur dahin tingeln und dann auch, wie hier, mit Kreis halten, na, das ganze Rennen dann starten
und dann einfach nur durch die Tore rennen, das schafft ihr locker. Mit normalen Speeds, da braucht ihr nichts geskillt haben, da reicht Level 1, ne, um hier die Gold-Trophy zu holen. Ich sage jetzt mal in dem Fall nochmal sorry, dass ich es in dem Fall nicht 1 zu 1 zeigen kann, weil ich das hier nicht mehr verfügbar habe. Aber ja, ich denke mal hier, das Ganze hier ist dann doch hier ersichtlich hier mit einfach Tutorial raus. Ich finde es keins auf die Stelle hier, dass ich euch das zeigen könnte. Schade. Ja. Tutorial raus, einfach nur geradeaus zu, wenn ihr die Station verlasst. Na, also in der Stadt, so ihr unterwegs seid. Und da direkt vor euch ist dann dieses Rennen, das ihr machen könnt. Unter einer Minute mit Speedster. Überhaupt kein Act. Ja, genau. Nochmal sorry, na, dass ich es nicht zeigen konnte. Aber ich denke mal, das ist relativ selbst erklären. Ist auch nicht schwierig, das ganze Ding hier. Wie gesagt, mit dem Boost unter 20 Stunden locker möglich auf Platin. Sonst dauert es roundabout so 60 bis 80 Stunden auf Platin. Oder Instant Platin, wenn ihr über 300 Euro zahlen wollt. Ja. Ja, das war's. Ne? Viel Spaß mit dem Trophäenspiel. Viel Spaß mit Nachmachen. Ihr braucht, wie gesagt, dafür keinen zweiten Spieler. Das reicht euch alleine. Und der Server muss halt online sein. Ab und zu haben die Wartungsarbeiten. Von dem her. Ne? Ja, haut rein. Wünsche was. Viel Spaß damit. Ne? Servus und ciao.